Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area in Dark Souls 2, Skull of the First Sin, im Eisenschloss, wo wir heute auf Schmelzerjagd gehen. Natürlich müssen wir dafür erstmal an diesen Typen hier vorbei und an den zweiten Invader, der jetzt noch kommen wird. Deswegen werden wir uns diesmal, werde ich mich jetzt schon buffen. So. Der müsste jetzt eigentlich kommen, sobald ich versuche, hier reinzugehen. Kann es auch sein lassen? Das. Aha, da ist er. Bandschmied Dennis, hallo! Ah, er wusste es. Hat er schon kommen sehen, das kennt er schon. Ah, ah. Was? Na, warte. So nicht, Kumpel. Ach, schon wieder Ausdauer. Diesmal das Gleiche mit mir. Jedes Mal das Gleiche. Angetäuscht und weg. Das Gute ist, dass die NPCs nie so schlau sind, wie sie sein könnten. Aha, da kommt er schon. Ja, trau dich, trau dich, trau dich. Trau dich, Hugo, trau dich. Komm her. So, kaputt. So, du darfst dich auch gern trauen. Aber nicht mit mir. So, zwei hätten wir schon mal. Da kommt Nummer drei. Das Gute am Finsternis-Buff ist, dass ich die dann two-hitten kann. Ohne Probleme. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So, den verpassen wir trotzdem Bolzen. Einfach weil. Muss. Macht zwar inzwischen sau wenig Schaden, aber egal. Oh. Nein, du hast ja keinen Zutritt. Aber war klar, dass er jetzt schießt. Bin ich mal subtil auf Seite gegangen. So, solange ich hier stehe, wird er mich nicht treffen. Oh, da schon. Ich dachte, ja, ich dachte, steht noch ein bisschen weiter vorne. Leicht verschätzt. Bio. Oh, da bin ich. Ah, doch noch gegen die Wand geschossen, okay. Bisschen rumhampeln. So. Ach, war ganz knapp nicht mehr in Reichweite. Aber egal. Das haben wir gleich. Ah, willst du irgendwas? Genau, tu mir den Gefallen, lauf auch noch rein. Und ab dafür. Oh, was hast du mit dem Rüstung? Eine Alon-Ritter-Rüstung, das ist ja mega, mega nett. So, da kommt schon der nächste an den Rand. So, zack, zack, zack. Kommst du oder? Yep. Bisschen zurückweichen, damit mich der Typ von links da nicht abschießen kann. Siehst du, er hat's versucht. Er hat's versucht. Und da kommt. Jetzt werden das viele. Geht mal gerade einen Schritt zurück. So. Irgendwie nochmal hingekriegt. Na, diesmal kann ich ihn aber nicht so abschießen. Lass mal gucken, ob da noch einer ist. Ne. Es sind noch die Schützen übrig. Okay. Einfach dran vorbeirennen. Hinter den Stellen. Eine Latzen. Nicht getroffen werden. Hab ich leider jetzt verkackt. Konnte ich gerade nicht, war noch eine Animation. Wenn ich da jetzt getroffen wäre, wäre das richtig schlecht gewesen. Wäre ich ihm schön darunter gesegelt. Bitte nicht nachmachen. So, lass mich raten. Es ist wieder ein Großbogen. Nein, ein Klosteramulett, okay. So. Genau wie das letzte Mal. Erstmal ein Reparaturpulver. Zum Glück habe ich davon noch genug. Das ist nochmal verkacke, dann wird's bitter. Dann wird's richtig bitter.
So. Und was trinken. Und los. Und hepp. Ja, genau das will ich sehen, Kumpel. Ah, schon wieder. Oh Gott, wie oft will ich diesen Fehler eigentlich noch machen? Genau, mach du erstmal. Ich stehe einfach hier zurück und trinke und schieße ein bisschen auf dich, wenn das dir nichts ausmacht. Und schon wieder. Oh, aber diesmal stand ich wohl irgendwie besser. Oh, jetzt kommt das Ding, ja. Wow, ich bin durchgerollt. Meine Fresse. Meine Fresse. Das war reine Glückssache. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt ausweichen kann. So, jetzt bin ich schon mit dem Ding getroffen. Deswegen gehe ich jetzt lieber mal zurück. Bin mir sicher. Kommt der hier wieder angedasht. Mag ich ja. Okay. Lass dir Zeit, Kumpel. Lass dir Zeit. So, einmal kann ich noch. Aber jetzt sollte ich tunlichst Abstand halten. Autsch. Bevor nämlich das passiert. Ah, das ist freundlich. Ne, ne. Der hätte jetzt, was weiß ich, wie oft noch zuschlagen können. Was kommt denn mit dem Schall schon wieder? Jetzt ist mein Buff wieder vorbei. Aber jetzt müsste ich. Ah, ich habe eigentlich gehofft, er würde das Dings machen. Aber hat irgendwie hingehauen. Autsch. Da dachte ich auch, hingehauen. Ha, schau jetzt auch mal hin. Ha, ha, ha. Ja, Schmetter, der war mega lustig. Lieber Schritt zurück. Bloß nicht treffen lassen. Wir haben alle Zeit der Welt zum Heilen. So, jetzt geht's nochmal zwei rein. Und jetzt geht's nochmal einen rein. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, sonst wäre ich schon tot gewesen. Jetzt kann ich ihn killen. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich dann tatsächlich mal auf den zugehe, während er denn diesen Stoß macht und zuschlagen will. Weil ich das erste Mal Genie gekämpft habe, direkt gelernt habe, dass man das nicht tun sollte. Ach nee, hier ist ja gar nichts. So, Estus kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe noch exakt einen übrig. Hätte genau hingehauen. Was kommt wieder mein Schweinespeckschild? Specki! Ja, da ist es. Schweinespeckschild. So. Jetzt können wir noch mal kurz zurück. Und wir haben doch. Ja, klar, weil ich jetzt zwei Runden praktisch gegangen bin. Ich hatte vorher schon irgendwie 60.000 da rumliegen. Also ja, tatsächlich reicht es sogar für ein Level ab. Dann haben wir aber immer noch so viel übrig, dass ich gegen locker bezahlen kann. Deswegen kann ich jetzt ruhig zuerst aufleveln. So, Konstitution. Und dann ist das nächste Mal wieder hier unten das Magiezeugs dran. Gilligan, du kriegst wieder Seelen in den Rachen geworfen. Das machst du doch so gerne. Oh, ich muss dran denken, wenn ich mal null Seelen habe und nicht menschlich bin, dann muss ich was tun. Muss ich mal mit dem Rüstungshändler reden, der gibt einem dann was Cooles. So. Stellen wir immer einfach alle auf, weil die anderen Seelen da, das juckt mich ja nicht. Das ist ja nichts. Guck hier, 500, was ist das? Und bevor jemand was sagt, die 500er Leiter bringt tatsächlich etwas. Man kann nämlich den ersten Sturz nicht verfehlen, wenn man die Leiter benutzt. Das hat was. So, Eisenfeuerhalle. Ich finde, der Weg zu Aegids Götze ist ätzender als der eigentliche Bosskampf und den Weg dahin.
Weil von Agates Götze ist, das noch so ein Katzensprung und so. Dahin kommen, das ist das Problem. Das ist richtig ätzend. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal um den Typen da kümmern. Zack, zack, zack. Ich will mal gerade was nachsehen. Was könnte ich denn statt dem für den Ring benutzen? Ja, das doch das meiste, nur nicht die ganz schweren. Hier so ein Ring der Riesen natürlich mega schwer. Aber sogar ein Ring der Resistenz. Zerstreuungsring ist zu schwer, okay. Der hier. Der ist sogar noch leichter. Lol. Blausteinring könnte ich auch. Und hier meine Schlangenringe kann ich auch. Katzenring natürlich, das wird auch wichtig sein. Okay. Wollte ich nur mal so wissen. Können wir nämlich vielleicht mal einen anderen benutzen. Jetzt, wo die Belastung wieder ein bisschen höher ist. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich sagte Moment. Kann ich mal ein bisschen warten hier? Nein, die will ich nicht anvisieren. Piu. Piu. So, einfach nur ablenken, damit der nicht da das Ding kaputt macht. Ist leichter, wenn er es nicht tut. Ah, bei dem Schlag warte lieber. Zack. Und weg. Oh. Feuerdrakenstein, okay. Die droppen die recht selten. Das Dropglück ist mal wieder mit mir, diese Session. Und was hast du denn da? Das gesehen, das hat er da so rumgewabbelt. Ich glaube, diesmal lasse ich das Ding einfach da oben. Keine Lust auf die ganzen Schützen. Ich weiß nicht, vielleicht können die ja von da mich treffen. Keine Ahnung. Werden wir herausfinden. Hallo. Wieso treffe ich den denn nicht? Oh, okay. Da konnte ich jetzt noch nicht mal mehr wegrollen. Aber ich kann zuerst angreifen. Ha, scheiße für dich, ne? Ja, sieht so aus, als könnten sie auf mich schießen. Ob sie mich treffen, ist eine andere Frage. Ach nee, die stehen ja hier trotzdem. Oh. Darf ich mal kurz? Danke. Ich stehe hier. Autsch. Na, mal kurz weg. Mal kurz was trinken. Komm her. Ey! Nicht schießen! Das ist unfair. So, den hätten wir erstmal ausgetrickst. Mit dem braucht man gar nicht auszutricksen, der bleibt da stehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen, weil der auch so rötlich ist und so. Ist halt doch nicht runtergefallen. Na, komm mal her, komm mal her. Das können wir noch mal. Komm her, put, 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 put. Tschüssi. Ah, ja. Es ist einfach so cool in Dark Souls, wenn man selber mal irgendwie Fallen stellen darf und so, wenn man einfach mal Gegner austricksen darf. Ist einfach so befriedigend, wenn das dann funktioniert. Ist auf jeden Fall immer auskosten, wenn man es kann. So, jetzt kommt der Spacken da. Hallo. Na los, fall runter. Oh, lol. Ich glaube, ja, ich habe tatsächlich den anderen getroffen. Ich habe total vergessen, dass der ja auch noch da ist. Oh, das ist schlecht. Ah. Mal. Masch hier. So, jetzt aber. Kaputt. Wieder was gedroppt. Ritterrüstung. Der steht immer noch da oben.
Was eine Sackratte, ey, jetzt. Und anstatt dass er seinem Kumpan hilft, ey, guckt er zu, wie der da verreckt. Und lässt sich dann auch noch erschießen, dumm wie er ist. Echt, ey. IQ von 1 unter Toastbrot. Vielleicht auch 3. So ein bisschen kiten. Jetzt müsste ich den eigentlich auch so killen, ja. Bye bye. Ja, komm her. Diesmal wissen wir ja, dass das Fallbeil nicht ausreicht, um ihn zu killen. Bleib da stehen. Genau, danke. Deswegen hab ich schon mal vorher auf den geschossen. Oh, wir kommen gerade richtig. Ich darf nicht vergessen, dass da oben jetzt dieser scheiß Invader ist. Muss ich aufpassen. Aber ich muss da hoch. Ja, komm ins Feuer. Das machst du gut, Junge. Oh, Mist. Jetzt trink doch! Find ich gut, kriegst du noch mehr Schaden, du Depp. Da kannst du haben. Genau, bleib schön da stehen. Nein, schlag doch, verdammte Scheiße. Aber jetzt verbrennt er. Ha, Idiot. Also, ich weiß nicht, der Kampf war vorher echt schwerer. Da konnte man wenigstens nicht einfach im Kreis laufen und warten, bis er tot ist. Ist das erste Mal gegen den, weiß ich noch. Ich habe mir so dermaßen einen abgebrochen gegen den. So. Dann drehen wir mal hier das Gas ab. So, ja. Wenn wir sowieso schon mal hier sitzen, können wir auch gerade wieder zurück zur Grenzbrücke und dann schon mal den Schlüssel holen. Nicht, dass ich den vergesse, das wäre nicht so gut. So, wieder hier. Hallo, ich bin wieder da. Hey, okay. Komisch. Manchmal treffe ich mit dem dritten Schlag und manchmal nicht. So. Sollten wir erstmal auf unseren Freund Heinz da oben. Franz Karl Heinz. Der sich hier seine alltägliche Packung abholt. So, jetzt ist der dran. Das ist nicht der Franz Karl Heinz. Oh gut, ich bin automatisch richtig gelaufen. Ah, habe ich jetzt ein bisschen Angst vor dem. Ich schalte lieber auf Fernkampf um, zumindest für den Typen. Was? Was hat mich getroffen? Was zur Hölle? Nee. Ach so. Dieser scheiß Schütze, wo ist der? Zur Hölle, wo ist der? Da steht er. Wie lange steht der da schon, bitte? Na, warte, ey. Alter, ich dachte schon. Wo kommt das denn jetzt her? So. Eisenschlüssel. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal das Schloss hier zu Ende, bevor wir dann den Eisenschlüssel einsetzen gehen. Denn wenn wir hier fertig sind, müssen wir sowieso woanders hin. Das passt dann einfach besser. Wir erstmal das hier fertig. Zurück zur Eigelsgötze. So. Runter. Wie viele Blutflecken hier sind. Ist bestimmt viel PvP, das kann ich mir gut vorstellen.
So, das können wir uns auch gerade noch holen. Brauche ich zwar nicht, aber egal. Oh, jetzt hat er keinen Bock mehr drauf. Zack. 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 Oh, große Titanitscherbe. Es steigert sich. So, hier runter. Schon mal hier umschalten. So. Möglichst lang warten. Und los geht's. Juhu, hier kriegst du ein paar Kugeln. Stimmt ja, ich muss viel näher ran dafür sein. Ah, zu früh. Komm schon, einen Schlag wenigstens. Oder auch zwei. Und eine Trinkpause, bitte. Nee, die kriege ich nicht mehr. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich sterbe ich jetzt sogar. Okay, jetzt will ich doch lieber erst trinken. Nicht zuschlagen. Einfach hinten. Einfach abwarten. Aber dann möglichst zusehen, dass man wieder früh genug da ist, weil sonst macht er das und da kann man dann nicht ausweichen. Das ist nicht geil. Ja, noch eine Runde. Jetzt wirft der Kirmes. Wollt ihr noch eine Runde? Okay. Das ist mir neu. Das kenne ich nicht. Und viel bringen tut sie nicht. Nicht wirklich. Nein. Nein. Armer packen. Amputation auf Dark Souls A. Oh, dass er das so rum machen kann, wusste ich auch noch nicht. So, warten, bis das aufhört zu fackeln. Jetzt mal draufschlagen und weiter. So, gleiches hier. Wir können auch einfach den Oberarm einprügeln. Das wieder. Und jetzt sterben, ne? Das wäre bitter. Ist aber möglich. Ist aber möglich. Und stattdessen kriegt er sogar mal den Kopf abgeschlagen. Cool. Danke. 200.000 Seelen. Ja, das wird immer und immer mehr. Aber wir brauchen auch immer und immer mehr. Steuert es etwas. So. Und hier müssen wir dann später wieder hin zurück. Aber das dauert noch. Ich könnte das jetzt schon machen, aber ich würde lieber erst die Sache, erst so das, was ich im Hauptspiel zu tun habe, und dann das DLC wirklich ganz zum Schluss. Denn ein viel besseres Finale als das kann man nicht machen. Den schwersten Boss im New Game Plus 2. Oh, und wir verlieren einfach mal die Serververbindung. Okay. Das macht nichts. So, jetzt geht es wieder auf Zauberei. Das bringt uns erstmal gar nichts, aber das kommt dann noch später. So, jetzt haben wir schon 72.000 Seelen, mit denen wir nicht viel anfangen können. So, und jetzt müssen wir erstmal zurück in den Wald der gefallenen Riesen. Genauer gesagt, dahin, wo der letzte Riese war und dadurch die Tür. Da waren wir ja schon mal, logisch. Aber ja, mit den ganzen Scheiß-Lizards und so. Bin mal gespannt, ob ich das ohne Bogen überhaupt hinkrieg. Ich glaub's ja nicht. Weil Bogen ist eine mega Hilfe gegen die. Vor allen Dingen, weil die jetzt noch stärker sind. Warum habe ich die nicht getroffen? So, den waschen wir auch mal.
So, ihr Lurchis, wir sind unterwegs. Lurchi, 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 tot. Aber leider, ich habe gerade auf die Uhr gesehen. Leider, eigentlich hätte ich schon mit Majula Schluss machen müssen. Aber jetzt haben wir nun mal einen tollen Cliffhanger für die nächste Episode, wenn wir die Tür hier aufschließen und uns dann erneut mit den Flammenlurchis anlegen, um diesen Schlüssel zu holen. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!